So. Das Fleisch packe ich damit rein. Ach, da ist ja noch ziemlich viel Fleisch sogar. So, ich link mal kurz das Buch. Nein, hat ja auch gereicht. Papier dahin, Leder dahin. Lektern dahin. Ich weiß, es schwebt so ein bisschen in der Luft. Ach, hier ist auch eine Fackel. Hm. Machen wir so. So. Dann Descripted Book. Book sind habe ich, Linking Book gelinkt habe ich auch. Dann würde ich sagen, auf zu H5. Es regnet. Okay, es dauert jetzt ein bisschen. Welt wird geladen, bitte warten. Rubberwood, okay. Oh, jetzt muss es ja unbedingt regnen. Aha. Dann machen wir halt erst ein kleines Hütchen. Muss jetzt nicht schön sein, sondern zweckmäßig. Ja, dann, 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 dann. So. Würde ich sagen. So. Okay. So ein bisschen laut hier, aber was soll's? Boah, ist ja schon verdammt laut. Ich glaube, ich mache mal den Sound noch ein bisschen leiser. Also, ich dachte gerade, es hat aufgehört. So, dann machen wir schon mal den hier. Und den hier? Gut. Ne, wo war das? Ne. Ne. Vergesse ich das mal wieder. Das war's. Waypoint. Home. Dann. So, und jetzt kann ich mal auf die Suche gehen und schauen, was es Nettes gibt. So. Trotz Regen. Huch. Tendrils. Ach cool, Holztendrils. Das ist ja mal cool. Könnte ich eigentlich mit der. Mit meiner Axt hier mal wieder durchgehen. Geil. Dia-Blöcke, es hat funktioniert. Diamanten. Coole Sache. Genau, da haben wir halt Luck. Sehr schön, sehr nice, sehr nice. Ich glaube, wir haben jetzt genug Diamanten. Das ist irgendein Creeper. Ah, da. Boah, gerade noch rechtzeitig genau bei den Diamanten ist der. So, da ist noch ein zweiter. Laut. Nee, nee, doch nicht. Ach nee, das war der gerade eben. Okay. So. Ist ja nochmal eine Runde. Halt. Nein, mit der hier. Die hat nämlich Luck. Da kriege ich nämlich noch mehr raus. Ich habe irgendwie auf meiner Spitzhacke hier keinen Luck drauf. Das muss ich noch ändern. So, habe ich einfach mal über zwei Stacks Dias. Hust. Ich würde sagen, ich habe meine Möglichkeiten gut ausgenutzt. So, ich wollte eigentlich nur Diamanten. Jetzt gehe ich wieder. Dankeschön. Ich beehre sie bald wieder. Gut, wir haben für die nächste Zeit ausgesorgt in Dias. Alter Schwede. Dam, dam, dam. Dia-Reichtum. So, Emeralds. So. So, ich brauche 16 Diamanten, habe ich gesagt, gell? Muss ich verschrotten. Für mein Vorhaben. Machen wir das mal.
Ehrlich gesagt, ich habe hier doch nicht die ESU, ne? Ich pack jetzt mal ein. Weil mir fehlt es gerade so ein bisschen, dass ich hier irgendwas habe, wo ich wieder aufladen kann. Zumindest die Kleinigkeiten. Wie den Hammer. So. Redstone, Redstone. Achso, warum schreibe ich es eigentlich aus? Zuck, 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 zuck. Machen wir es kurz so. Den Rest mit dem Staub füllen. Ja, warten wir noch ganz kurz ab. Obwohl, die erste Folie können wir schon mal, weil ich muss sie auch noch komprimieren. So, Energium. In den Kompressor. So, nächste Fuhre abholen. 4 Stück. Energium, das sind den Kompressor. Danke für den Energy Crystal. So, warte. Der dürfte auch Licht durch sein, genau. Und das ist. Einmal so, zack. Rest nehme ich wieder mit, danke. Ah, jetzt geht's ja flott hier. Wo ist es? Da ist es. So, wie war der Rest? Ich glaube, ich brauche noch ein Machine Casen. Iron. So, Rolling Machine passt. Das wird gerade Nacht, oder? Ja, geh kurz ins Bett. Das geht's hier nochmal richtig ab. Halt. Mir fehlt hier gerade ein Energy Crystal, der ist da. 4. Ich kann hier kurz schauen, was fehlt mir jetzt eigentlich noch? Nicht Tool Rack. Ich will ja später eine Replicator machen. Dann brauche ich eine MFE. Machine Case und 4 Goldkabel. Goldkabel fehlen mir noch. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Ja, ich nehme wieder die. Ich muss die ja irgendwann mal hier alle aufbrauchen. Die ja falsch sind. So. Das ist so ein. Das ist in die Ecke. Wahrscheinlich ist es genau falsch rum. Nein, es ist andersrum. So. Dann hier. Und. Haha. Replikator macht 2048 EU per Tick. Kann das aufnehmen? Würde ich sagen, hole ich den Rest von drüben auch hierher, oder? Und auch den Mass Replicator. Hole ich auch hierher. Können eigentlich alles ist hier. Das ist blöd, ist halt, dass ich jetzt hier halt das Ding hier habe. Andere Idee. Habe ich nicht noch. Habe ich noch Blazes? Weil ich würde sagen, ich mache mir einfach einen Endertank. Nur noch 5. Scheiße, ist ein bisschen zu wenig. Weil dann lasse ich. Habe ich. Oder habe ich noch einen Endertank übrig? Nee, gell? Ne, Ingenious Extruder. Oder soll ich das drüben stehen? Das ist ja auch schwachsinnig. Wo ich es eigentlich so machen wollte, dass. Also sagen wir so, die ursprüngliche Idee war ja, dass ich allein mit den Solar Panels den Mess antreibe, der mir dann Material liefert, wodurch ich weitere Solar Panels machen kann und sich das immer so weiter aufsteigert, also immer so weitergeht, bis es halt zu viel macht. Was geht denn da unten eigentlich ab? Monster Party oder wie? Da bis es halt zu weit ist, dass ja ich. Das genug abwirft, dass ich mich um nichts mehr kümmern muss im Prinzip. Das war so ein bisschen der Plan. Du hast Machine Case, das passt aber nicht ganz. Das ist noch ein bisschen buggy. Ist jetzt die Frage. Soll ich das jetzt hier so lassen? Ihr könnt mal schreiben, ob das sinnvoll ist, das hier jetzt so zu machen, wie ich es mir gerade vorgestellt habe. Ich baue es hier erstmal auf. Umbauen kann ich es ja immer noch. Wenn ich jetzt das wirklich mal so knallhart. Genau, die Pattern übernimmt sie gleich von dem hier. Dann möchte ich das hier mal so knallhart gerade ausprobieren. Was ich jetzt hier noch bräuchte, wäre. Abgesehen von genügend Strom. So, UU-Matter.
Dingens. Ach, was mache ich da für ein Schmarrn? Was mache ich denn jetzt, wenn Mist? Ich mache das jetzt mal kurz so. Es ist vielleicht jetzt nicht ganz so sinnvoll. Aber ich mache es jetzt mal kurz so. Das hier brauche ich. Das hier brauche ich. Ne, es ist nur normal Wooden. Also, da haben wir es noch. Das hier. Huch, das hier draus. Huch, das nehmen wir hier raus. Dann hätte ich jetzt nämlich. Warum habe ich jetzt nicht das Ding da drüben genommen? Egal. Dann hätte ich jetzt nämlich kurz gesagt, ich lasse das hier wieder rausfließen. Und leere das jetzt erst einmal hier rein. Jetzt kommt auf einmal Strom an. Ach, das füllt die ganze Zeit noch auf. Ach du Scheiße. Okay. Das füllt sich jetzt erst langsam auf. Und hier brauche ich jetzt einen Hebel. Ich klaue mir mal kurz den Hebel hier oben. Weil ich werde es sowieso erst wieder anschalten, wenn das hier alles weg ist. Und dann lass es einfach hier durchfließen. Und jetzt kann ich sagen, was habe ich denn immer zu wenig? Im Prinzip Eisen. Ich kann jetzt sagen, ich lasse es einmal produzieren. Hier sehe ich auch übrigens, was es kostet. 150.000 EU ein Eisen und 551 Juju. Mal so ein preislicher Vergleich. Das braucht zum Beispiel deutlich mehr Juju und so viel deutlich mehr EU eigentlich gar nicht. Das sieht man so, Preis Kupferohr braucht so ziemlich am wenigsten, wenn ich es richtig gesehen habe, von den Zahlen. Weil mein Eis braucht 150.000, sind aber bloß 15.000. Okay, sehr krasser Unterschied. Wie kann ich es jetzt in der Single Run machen, dass es halt nur einmal produziert wird oder ständig produzieren, bis halt nichts mehr geht. Ich lasse jetzt einfach mal einmal produzieren, nur um es mal so kurz zu zeigen. Also hier wird jetzt EU aufgebraucht, also die Energie aufgebraucht. Hier wird es in Prozent angezeigt, wie viel es schon hat. Kann ich da noch was klicken? Nö. Warum ist dann dieser Pfeil hier? Ich weiß es nicht. Und hier sieht man, wie viel UU gerade verbraucht wird. Okay, EU hat es jetzt schon voll. Jetzt wird nur noch das UU-Matter verbraucht. Darf ich es noch UU-Matter eigentlich nennen? Weil es ist im Prinzip eine Flüssigkeit. So, und wenn es hier auch voll ist, zack, dann habe ich hier einmal Eisen. Jetzt habe ich auch wirklich Eisenerz. So, jetzt würde ich mal sagen, bis das hier leer ist, soll es mir jetzt mal ständig Eisen produzieren, weil ich habe ja gefühlt immer Eisenmangel. Und hier kann ich auch theoretisch wieder stoppen. So, das war jetzt aber sinnfrei. So. Dann produziert es mir jetzt die ganze Zeit Eisen. Eigentlich ein ganz nettes System, neues. Da muss man sich jetzt nicht mehr die Rezepte merken. So, ich schmeiße das Eisenerz hier rein. Das wird sowieso gleich wieder verbraten. Gibt es nicht von Applied eine Schüssel? Kann man die Recycle eigentlich mit dem Redstone-Signal ausstellen? Hm, haben wir einen Hebel da? Bestimmt haben wir Hebel da. Halt, die brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Drupp. Welche laufen denn hier? Das läuft ständig. Wenn ich jetzt sage, ist es dann aus? Nö. Okay, es hat mich jetzt bloß mehr interessiert, ob ich das irgendwie an- und ausstellen kann. Könnte ich höchstens so machen, wie Stromzufuhr damit kappen. Ach, egal. Was habe ich hier noch? Glasplanes. Die könnte ich eigentlich auch mal damit reinpacken, damit die zusammen sind. Mir macht der Speicher gerade so ein bisschen Sorgen. Ich schau mal, ob ich jetzt noch. Ich muss jetzt einen Speicher machen. Sonst habe ich demnächst Probleme. Storage. Schaffe ich einen 16k? Ich weiß es nicht. Ich brauche diesen Storage-Block. Dafür brauche ich Storage. Storage-Segmente. Dafür brauche ich überhaupt Storage-Cells. Brauche ich erstmal ME-Basic-Prozessoren. Und die waren. Wie war das nochmal? Gold, Silicon, bla. Für Silicon habe ich noch nicht mehr so viel. Nehmen mal kurz den hier. Schicken den mal da rein. Und das ist voll. Schön.
So, schauen wir mal. Nachfüllen. Ich könnte ja mal schauen, das macht er hier sowieso selber weiter. Ich will mal kurz schauen, wie tief jetzt eigentlich schon das Loch ist von unserem Quarry. Das ist die Welt hier, H2. So, nach hoch oben bitte. Hey, die sind mir genau getroffen sogar. Stimmt, die Ardent-Welt muss ich auch noch auspumpen. So. Ah, ich wollte schauen, wie tief es ist und nicht, wie es denn. Ich könnte hinten mal auch kurz schauen, wie es das so läuft, aber ich denke, wird kein großes Problem sein. Hier läuft alles wunderbar. Na du? Ich gehe mal kurz Tauchstation. Wie tief sind wir schon? Ich weiß, ich sehe gerade nichts. Ich sehe aber auch nichts. Sprich, geteiltes Leid ist halbes Leid, heißt das so schön.